Welche Möglichkeiten bieten uns Formebenen? Um dich zu zeigen, erstelle ich zuerst mal einen Stern mit einer ganz leichten, dezenten Fläche. Ich sag mal, hier die Fläche soll ein bisschen dunkler werden. Und ich sage, dass die Fläche die Deckkraft von, sage ich mal, 60 haben soll, dass sie also halbtransparent ist. Jetzt habe ich also hier die Formebene erstellt. Sterngruppe ist also hier, Konturfläche ist alles da. Wie bei Textanimationen habe ich hier die Möglichkeit, verschiedene Animatoren hinzuzufügen. Zum Beispiel, wir können mit dem Pfad hier etwas anfangen, mit der Fläche, mit der Verlaufsfüllung. Wir können Pfade zusammenführen, Verstärker hinzufügen und so weiter und so fort. Zum Beispiel der Effekt zusammenziehen und aufblasen. Wenn wir das nochmal aufklappen, haben wir hier die Möglichkeit, einfach diese Fläche in verschiedene Formen nochmal aufzublasen und das zu animieren. Das zum Beispiel zu einer Musik anpassen zu lassen und zu sagen, gut, das soll zuerst mal so sein, dann so, mittendrin einfach sich völlig anders verhalten, sodass wir einfach nur mal so als Hintergrundebenen einfach mal verschiedene Formen erhalten können. Das können wir natürlich auch rausnehmen, einfach markieren und Entferntaste drücken. Wir können aber auch diese Formebenen verstärken. Wir sehen also, hier ist ein Verstärker hinzugekommen und dieser Verstärker gibt mir die Möglichkeit, diese Form drei oder mehrmals zu kopieren und diesen Versatz hier einfach anzugeben, sodass er sich verschiebt. Wir sehen also, dass die Formen sich überlagern, da natürlich die innere Form, die Fläche transparent ist. Kombination unter oder über, das heißt, entweder liegen die Kopien darüber oder darunter. Und wir können diesen Verstärker transformieren, das heißt, die Position verändern. Oder ebenfalls zum Beispiel die Drehung dieser Ebene oder die Anfang- und die Enddeckkraft, sodass die dann im Z-Raum verschwinden. Ich kann da auch sagen, dass die Skalierung hier nochmal abnehmen soll, sodass das hier durchläuft. Ich könnte sagen, gut, der Versatz war ganz nett, da können wir sowas einführen, dass wir diese Sterne mal einfach hier durchfliegen lassen. Das sieht ja ganz nett aus, könnte ich auch mal animieren. Einfach mal diesen Versatz mit Keyframes versehen und nach 3 Sekunden soll er einfach hier mal so durchfliegen. Einfach mal gucken, wie das aussieht. Enter-Taste drücken, um den Arbeitsbereich nochmal einzuschränken und schon sehen wir, dass einfach diese Ebenen hier durchfliegen. Die könnten sich nochmal drehen oder irgendwie animieren oder wie wir es auch haben können, einfach mal anpassen, sodass die einen bestimmten Wert hier einnehmen. Ich kann natürlich auch diese Formebene, diese Sternengruppe einfach mal verschieben, sodass wir das von einem anderen Punkt sehen. Und so haben wir dann zum Beispiel einen Übergang zwischen zwei Filmen geschaffen. Einfach nur mal eine Überblendung, die einfach ganz nett aussieht. Diese Überblendung können wir uns natürlich auch nochmal anders gestalten, sodass die Sterne hier mal von der Transparenz nochmal reinkommen. Also, zahlreiche Möglichkeiten, einfach mal spielen damit, denn wir können auch noch weitere Sachen hier nochmal einfügen, zum Beispiel runde Ecken nochmal einsetzen, sodass unser Stern rundere Ecken bekommt. Und das natürlich auch animieren. Also der Radius kann zuerst mal ganz rund sein und dann eben ganz zackig hier ankommen. Einfach mal ausprobieren und animieren. Was ich Ihnen auch noch mal zeigen möchte, das sind also diese Effekte, die ich hinzugefügt habe. Da kann ich auch verschiedene Formen damit erstellen, wie zum Beispiel einen Ball. Ich erstelle hier also eine Komposition Ball. Gehe auf OK. Und mit diesem, sage ich mal, Sternwerkzeug, da erstelle ich zuerst mal einen Stern. Sternengruppe ist ja wunderbar. Ich sage mal Kontur,
Konturbreite ist in diesem Fall alles richtig. Die Fläche ist auch alles richtig. Sternengruppe hat in diesem Fall 6 Spitzen. Also so ein Teil des Balls hat ja 6 Spitzen in dem Fall. Innerradius, den kann ich zuerst mal hier mal anpassen. So, Äußerradius stimmt in diesem Fall so. Innere Rundheit, äußere Rundheit, das stimmt ja alles. So, das ist also ein Teil von unserem Ball. Ist vielleicht ein bisschen groß, sodass wir den mal ein bisschen kleiner ziehen. Und ich kopiere den, hier diese Sternengruppe. Nehme ich einfach, wähle an und sage bearbeiten, duplizieren. Und verschiebe das hier an die Ecke. Und sage so, die Fläche soll aber wirklich mal schön weiß sein. Auch die Fläche soll nicht mehr 60% Deckkraft haben, sondern 100%. So, das stimmt also auch. So, das ist die zweite Gruppe. Und ich sage, ja gut, dann können wir das mal verstärken, sodass wir das kopieren. Und diese Verstärker soll so transformiert werden, dass der also hier an diese Flächen mal passt. Zum Beispiel so. So, hier mal ein paar Anpassungen vornehmen. Perfekt. So, ist schon mal schön. Jetzt ist die Formebene ein bisschen zu groß. Da kann ich sie ganz skalieren. Also das ist auch ganz wichtig, dass wir sagen, gut, ich möchte nicht Inhalt skalieren, sondern wirklich die ganze Fläche. Und jetzt gehe ich nochmal zum Inhalt und schaue mir das nochmal an. Das ist in diesem Fall blau, das ist weiß. Der Verstärker verstärkt alles. Was wir bräuchten, ist in diesem Fall nochmal diese weiße Gruppe, um die hier einfach reinzulegen. Ich dupliziere nochmal diese Fläche. Perfekt. Und verschiebe sie. Und da sie ja verstärkt wurde, also von diesem Verstärker nochmal verstärkt wurde, wird sie automatisch hier nochmal angefügt. Perfekt, wir können auch Verstärker sagen, kopiere das noch 5-mal, nicht 3-mal. Und ich kann noch einen Zusatzverstärker hinzufügen, sodass diese sich dann unten anfügt. Also ich verstärke den Verstärker nochmal und schiebe das einfach mal nach unten, sodass wir die Struktur des Balles nochmal erzeugen. Und auch hier Transformiereigenschaften von der gesamten Fläche, so zum Beispiel so groß, das ist schön. Und jetzt komme ich zu einem weiteren Effekt. Wir können auch noch externe Effekte hier in den Effekten, können wir diese Effekte ebenfalls hinzufügen zu unserer Struktur, zu unserer einen Formebene, die zahlreiche Objekte beinhaltet. Und hier suchen wir einen Effekt, der heißt Kugel, auf Englisch Sphere. Ich tippe also hier Sphere und finde ein Effekt, heißt CC Sphere. CC ist der Hersteller von den Effekten. Das sind die Psycho-Effekte, deswegen heißt es CC Sphere. Und ich kann diesen Effekt einfach auf unsere Formebene draufziehen. Sie sehen, dass die Formebene zu einer Kugel, zu einem Ball, in dem Fall umgeformt wird. Automatisch erscheinen die Effekteinstellungen direkt in dem Fenster. Und ich kann zum Beispiel bei der Rotation einfach den Ball drehen und da die blauen Objekte halbtransparent waren, sind sie natürlich durchsichtig und ich kann den Ball in mehr Richtungen drehen. Der ist noch hinten nicht fertig, aber den könnte ich auch noch mit dem Verstärker nochmal verlängern, in die Breite strecken und schon sehen wir, dass der Ball hier so rausgekommen ist. Ich kann natürlich den Effekt auch hier deaktivieren einfach. Aktivieren und deaktivieren und wir schauen uns mal an, da sehen wir auch, dass die Objekte hier transparent waren. Vielleicht kann der Ball doch schwarz-weiß werden, da sollten wir unser erstes Objekt mal anklicken und die Fläche hier auf schwarz, sage ich mal, runterrechnen, mal anschauen. Das sieht schon mal besser aus. Nochmal die Transparenz anpassen bei der Fläche auf 100 und den Effekt wieder einschalten. Schon sehen wir, dass der Ball wirklich so aussieht, wie er normalerweise bekannt ist. Und so haben wir diesen Ball eben mit den Formebenen erstellt.